Vor wenigen Jahren hat ein Harvard-Professor 5000 Amerikaner zur Aufteilung des Gesamtvermögens in den USA befragt. 92% der Befragten waren der Meinung, dass das Vermögen in den USA so verteilt sein sollte. Um einen Anreiz für Leistung zu geben, sollten die Reichsten etwa das 10- bis 20-fache dessen besitzen, was die Ärmsten haben. Aber selbst die Ärmsten wären nicht mal arm, denn fast alle lägen oberhalb der Armutsgrenze. Und die Mittelklasse wäre kerngesund. Doch das ist lediglich die Idealvorstellung. So glaubten die Befragten, sei das Vermögen tatsächlich verteilt. Den Ärmsten und dem Mittelstand geht es im Vergleich zur Idealvorstellung bei weitem nicht mehr so gut und die Reichsten besitzen ungefähr das 100-fache der Ärmsten und das 10-fache der immer noch gesunden Mittelklasse. Doch diese Verteilung entspricht nicht mal annähernd der Realität. Dies ist die tatsächliche Verteilung des Vermögens in den USA. Die Ärmsten haben quasi nichts und die Mittelklasse ist nur schwerlich von den Armen zu unterscheiden. Auch viele Reiche sind schlechter gestellt, als die Befragten vermuten. Nur den obersten 10% geht es besser. So viel besser, dass für die Darstellung der obersten 5% der Maßstab der Tabelle geändert werden muss. Der Verlauf offenbart die drastische Ungleichverteilung. 1% der Amerikaner, die Superreichen, besitzen 40% des Vermögens aller US-Bürger. Und die untersten 80% teilen sich gerade einmal 7% des Gesamtvermögens.